So yeah, my name is Roger Figuring. I am the head of the Career Service at the University of Zurich, and I'm super happy that we are allowed to have this takeover on the University of Zurich Instagram account. And I'm also thankful for the technical instructions from me. I hope it's working because I'm missing my P. Ah, here she's coming. Awesome. And yeah, the pressure of English, of the English desires is super high for me. So Sandra, it's up to you to decide in which language you want to use. Hallo zusammen. Ich tu mir noch schnell vorstellen. Ich bin Sandra Lederach. Ich bin seit 5 Jahren bei den Career Services und bin da im Beratungsteam, das ich leite. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich, dass wir das heute machen können. And I suggest we answer those questions that come in English. We answer in English and all others in Swiss German. We shall start with the general question. Wir starten jetzt mit der allgemeinen Frage, wo schon am Dienstag gekommen sind. Wir haben unsere Follower und Studis gefragt, was sie gerne will wissen zum Berufseinstieg. Und ich fange sonst gerade mal an mit einer Frage für den Roger. Es geht darum, also, wenn wir jetzt wie die meisten Studis haben, wie weniger große Fragen wie die, die Lehre machen. Und dann ist die Frage, okay, wo fange ich überhaupt an mit den Vorbereitungen für Bewerbungen zum Berufseinstieg? Wo soll ich Ja, genau. Was will ich machen überhaupt? Jetzt habe ich das Studium fertig und wo geht's los? Gut, das, danke, Nini, für die erste Frage. Unserer Meinung nach ist es natürlich immer richtig anzufangen. Also lieber heute als morgen. Am besten ist natürlich, wenn ihr jetzt schon da sind, dann fangen gerade jetzt an mit euren Vorbereitungen. Wir stellen fest, dass die meisten Studierenden Berufserfahrungen mitbringen. Also ich habe in meinen ganzen, ich weiß nicht, wie 12 Jahren, wo ich jetzt da bin, habe ich glaube etwa 2 CVs gesehen, wo wirklich null Berufserfahrung drin war. Und alle anderen haben irgendwie Jobs gemacht zwischen dem Gymi und dem Studium, während dem Studium. Es sind vielleicht halt auch nicht die fachlich näher Jobs gewesen, aber es sind trotzdem Berufserfahrungen drin. Und ich glaube, dass man da schon recht viel rausziehen kann aus diesen Erfahrungen, aus den Kompetenzen, die man sich angeeignet hat. Und dann darf man schon nicht vergessen, das Studium beinhaltet schon noch viele Kompetenzen, die man kann in einen Transfer reinbringen kann. Und wir können euch da unterstützen. Es ist natürlich eine sehr individuelle Situation dann immer, was das für Kompetenzen sind. Aber also meiner Meinung nach beinhaltet das Studium wahnsinnig viel mehr, als man gemeinhin meint. Allerdings habe ich dann ein CV gesehen, oder? Und dann ist Promotion, Studijob, ist dann irgendwie und so ein Absatz über und Studium nur noch ein Ziel, da denke ich schon, vielleicht ist das Verhältnis nicht ganz richtig. Also von dem her hoffen wir, dass ihr da stolz rauskommt aus der Uni nach dem Studium und euch auch reflektiert, aber bewusst seid, ihr bringt viel Kompetenz auch aus dem Studium. Also ich hoffe, dass das eine Antwort ist, die man kann geben kann. Ich hätte gerade nur eine Rückfrage zu dem Thema. Genau, jetzt, die meisten Schulen haben ja schon irgendwie einen Nebenjob gemacht und jetzt für die, die das jetzt noch nicht erlebt haben und sich nicht zurechtfinden müssen mit in der Berufswelt, okay, wie macht man das Motivationsschreiben? Wo finde ich Hilfe und Beratung? Dafür sind ihr ja unter anderem da. Ich kann ja bei euch einen Beratungstermin vereinbaren, oder? So wie ich das verstanden habe. Das kann man natürlich machen. Wir haben aber auch viele Ressourcen. Also, man muss nicht, also wir freuen uns über jede Beratungsanfrage. Aber ich stelle, es muss natürlich nicht immer gerade eine Beratung sein, sondern man kann bei uns auf die Website gehen. Wir haben Online-Ratgeber, wir haben den Online-Ratgeber, der Guide. Der Online-Guide ist also in Englisch available. Glaube ich, dass man da relativ viele Fragen schon beantwortet bekommt, wenn man sich einfach mal den Online-Ratgeber anschaut. Es ist ein bisschen blöd, wenn man so so ein Format jetzt auf andere Quellen muss verweisen, aber das würde ich in dem Fall schon machen. Geht auf unsere Website und schaut die Online-Ratgeber durch und dann, glaube ich, könnt ihr das selber machen. Also was schon unsere Idee ist, auch, dass ihr das nicht selber macht. Wir machen es nicht für euch, aber wir glauben auch, dass es eine Kompetenz ist, die man dann für die nächsten 40 wahrscheinlich Jahre braucht. Und von dem her hoffe ich natürlich, dass ihr das auch so gesehen habt, dass das dann so machen. Gut, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mir zu der nächsten Frage gestellt, du bist am Dienstag. Und es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Wie wichtig ist es, dass man schon während dem Studium ein Praktikum absolviert hat für nachher dann?
Das ist eine Frage, die ich gerne Sandra stellen würde. Danke für die Frage. Die geht ja in eine ähnliche Richtung wie die Eingangsfrage, gell? Und es ist manchmal noch schwierig, so pauschal etwas zu sagen. Grundsätzlich ist es wirklich so, wie der Roger gesagt hat, also Arbeitserfahrung wird natürlich extrem gerne gesehen bei Absolventinnen und Absolventen. Die muss man nicht unbedingt in einem Praktikum erwerben. Aber ein Praktikum während dem Studium ist natürlich eine super Gelegenheit, nicht nur Arbeitserfahrung zu sammeln, sondern wirklich auch ein Netzwerk aufzubauen. Und was ich immer ganz, ganz wichtig finde, auch herauszufinden, ob einem eine gewisse Branche oder ein bestimmter Job gefällt. Und bereit, so ein Praktikum zu machen, ist einfach während dem Studium manchmal ein bisschen grösser als nach dem Studium. Es sind ja häufig nicht so toll bezahlte Praktika. Also, wenn ihr Gelegenheit habt, unbedingt machen. Aber darauf schauen, dass es irgendwie passt. Es gibt ja auch kürzere Praktika, dass man nicht allzu viel macht. Und wenn man mit einem Masterabschluss rauskommt, ist es oftmals nicht mehr nötig, dass man noch zwei, drei Praktikum aneinander schließt. Wenn man die schon gemacht hat. Genau, so vielleicht möchte ich da noch anschliessen. Es gibt eben die Praktikumsfallen, die man da gehört, dass da die Studis drin gefangen sind. Das hat man ganz berühmte Artikel in deutschen Zeitungen. Und das stellen wir bei uns nicht so fest. Also es ist nicht so, dass da die, das kommt vielleicht von unserem nördlichen Nachbarland, dass man das ein Praktikum nach dem anderen gemacht wird. Das stellen wir nicht fest. In dem einen Fall, wo ich es einmal festgestellt habe, ist das eine Person gewesen, die dann von sich aus selber immer wieder bei der gleichen Person ein Praktikum angehängt hat, um ja nicht müssen, irgendwie sich zu bewerben. Und dann hat man dann auch müssen sagen, ja gut, aber es ist ja dir, da rauszugehen und mal dich richtig zu bewerben. Also von dem her, glaube ich, es ist ein Wert, was Praktikum, ein gutes Praktikum hat. Da würde ich auch darauf schauen, dass das mit Kriterien, dass das mit Kriterien ist, wo ihr und begleitet werdet und wo ihr lernt. Das muss ganz zwingend muss ein Praktikum, sonst ist kein Praktikum vorgesehen, dass ihr ein Feedback bekommt und dass ihr eine Reflexionsphase drin habt. Und wenn ihr das nicht drin habt, dann rechtfertigt das eigentlich auch einen tieferen Lohn nicht. Oder? Also von dem her ist das schon, ja, wenn ich das so einfach anführe. The next question is in English. It was asked in English, so we will also try to answer question in English for our English speaking students. And the next question is, how do I find or where do I find a fitting internship or part-time job? Yes, and that's a question for Sandra again. Okay. Thanks for the question. I'll try to answer that. Before you can actually start looking for a part-time job or an internship, you need to know what you're interested in. You need to know where you fit in. It's a bit tricky to say what's a fitting part-time job or internship. So you need to do some self-reflection before you can get started. And then there are different possibilities. We speak of the open and the hidden job market. And it's certainly worthwhile to apply a diversified job search strategy, because if you only look on the open market job ads that are published, it's the tip of the iceberg, literally. And in addition, you always compete against all other graduates or students who apply. So it's important to diversify your application strategy. If you're interested in that, we have a webinar exactly on that topic called Employer Research Strategies that we offer in July and August, and then of course again in the fall semester. We also have the How to Find a Job in 30 Minutes, where we also pick this strategy. It's already next Tuesday on at noon, so and in English. So if you want to join on our platform. Thank you for this commercial. Yeah. So thank you very much. I find that very interesting, because normally when you're a student and you're looking for a job, you go on the job sites and look for open positions. So that's another approach that could be very productive. Thank you very much. And now there are also some questions that
were sent in live. One of them, one user is asking us, where do we find humanitarian organizations or for internship or jobs? Like, for example, if you want to work for a non-profit organization or a similar enterprises, what do you suggest could we do? Should I take this? Yeah. Again, here, have a look at our Ratgeber. Sorry, help me, Roger. On our counseling guide, there are a lot of useful links in there for non-profit organizations. And then you have to evaluate, you know, it's important to find out where you want to go. Do the values of that organization fit your values, your interests? And often internships, they go hand in hand with quite a low payment. So you need to really evaluate and decide on what is worthwhile doing. Is it a combination of getting exposure, getting experience to launch your career in that field and establishing a network? But it's important to check the different NGOs out. Yeah, I just added the link to the chat. There's one organization in Switzerland that's responsible for this recruitment process for a lot of NGOs, and it's called CINFO, CINFO, and they have a platform where you can. If you're interested in NGO jobs, you really have to register there. It's called CINFO Post, and you will find there open positions. We have some positions too on our platform, but CINFO is the official representative, can I say so? For NGOs. So check out there. Thank you very much. Genau, zurück ins Schweizerdeutsche, Multitasking. Ja, was mich auch persönlich untergenommen hat, eben, wie ihr gesagt habt, die große Frage ist sehr wertvoll, aber für jede Person gibt es wie die erste große Frage. Und das erste Mal sozusagen. Wie kann man vorgehen, um sich wie können präsentieren, trotz fehlender Berufspraxis? Genau. Wie kann man da seine Stärke hervorheben vom Studium, obwohl man halt noch nirgends irgendwo gearbeitet hat? Okay. Danke. Also, genau, ich übernehme dir gerade. Ich glaube, man muss sich unterscheiden. Manchmal haben die Studierenden das Gefühl, sie haben keine relevante Berufserfahrung, haben aber Berufserfahrung. Und ich will die Fälle unterscheiden, es ist überhaupt keine Berufserfahrung und keine relevante Berufserfahrung. Ich glaube, nicht relevante Berufserfahrung ist immer ein bisschen an die Eye of the Beholder. Es ist immer darauf an, wer schaut das an. Und sehr oft habe ich glaube vorhin schon versucht, alle die nicht eingeschaltet haben, natürlich sage ich es nochmal. Wir glauben, dass in sehr viel Berufserfahrung, die jetzt nicht gerade auf den ersten Blick passt zu der Stelle, dass dort sehr viel drin ist, wo man kann brauchen, wo man kann aufschreiben, wo man kann hervorheben für die Stelle, wo man sich darauf bewirbt. Und darum ist es, wenn man Berufserfahrung hat, grundsätzlich in der Regel eine Frage von der Auseinandersetzung mit der Stelle, verstehe ich, was da gefragt wird, und von der Auseinandersetzung mit meinen Kompetenzen und Erfahrungen, verstehe ich, was ich alles gemacht habe, damit ich das kann so verständlich machen und kommunizieren. Wenn ich jetzt überhaupt keine Berufserfahrung habe, dann kommt es sich auf das Niveau an vom Job, wo man sich darauf bewirbt. Also wenn es ein Studijob ist, dann ist es, also ein Studijob nicht respektierlich verwenden, aber eine Stelle, wo man jetzt relativ schnell angelernt ist und wo man, wenn man kann denken und lernen auch kann ausüben, dann kommt es eigentlich auch nicht so vor. Das sind ja dann auch Einstiegsstellen und dann braucht es auch nicht relevante Berufserfahrung. Wenn es aber eine Einstiegsstelle ist, nach dem Studium, man hat gar keine Berufserfahrung, ist die Frage, ob man sonst Erfahrungen gesammelt hat, ob das, was gerne gesehen wird, sind extracurriculare Aktivitäten, das sind Vereinsaktivitäten, im Fachverein, irgendwie eine Aufgabe übernommen hat, also sonst im Sportverein, oder wo man auch immer noch tätig ist und das Leben neben der Uni verbringt, und da kann man auch viel raus schaffen, und das ist übrigens eine Methode, um sehr viel mehr Verantwortung können übernehmen als zum Beispiel im Job, wenn man jetzt in einem Fachverein oder in einem sonstigen Verein dabei ist, im Vorstand ist und dort den ganzen Dossier oder Ressort verantwortet, dann lernt man nicht nur viel,
nämlich Verantwortung übernehmen und dann auch sich entsprechend handeln, sondern man zeigt dann eben auch, dass man bereit ist, so Zusatzaufgaben zu übernehmen. Also da ist schon auch noch viel drin. Und da gibt es die Sektion weitere Erfahrungen im CV oder extracurriculare Aktivitäten. Das ist schon, da hat es ganz viel Potenzial. Wenn man das jetzt auch nicht hat, dann müssen wir mal schauen, was hat man vielleicht sonst noch so gemacht, also freiwillige Arbeit generell. Je nachdem wird es, also es wird auch sowieso auch gerne gesehen, Arbeit für die Gesellschaft, dann auch. Und wenn man das auch nicht hat, dann hoffe ich, hat man ein gutes Studium gemacht, sich fokussiert auf Studium, dann kann man das Studium früher heben und früher schaffen. Und ja, ich glaube, ja, also da kann man schon auch noch etwas machen. Und meistens, also ich habe so niemanden gesehen, der das eigentlich alle, wo von nichts etwas gehabt hat. Und darum glaube ich, dass man sehr viel kann finden. Also, ja. Also meistens haben die Studierenden mehr, oder verfügen sie über mehr, als sie selber so das Gemeine meinen. Und einfach nur eine Botschaft für alle, die da zuhören. Wenn ihr das Gefühl habt, das passt, aber ich könnte es noch nicht so richtig spezifizieren, glaubt daran, dass es passt. Entweder schauen wir selber nochmal drüber oder kommen zu uns und dann schauen wir miteinander. In der Regel findet man den Grund, warum das passt. Man hat einfach die Wörter nicht oder man kann den Transfer noch nicht ganz viel helfen. Aber glaubt euch an euer Bauchgefühl, das stimmt dann. Meistens stimmt das, hat das schon einen Grund, warum ihr das Gefühl habt, das ist die Stelle für. Ja, merci. Ja, Sandra? Ja, und ich möchte noch dazufügen, das ist das, was wir von ganz vielen Absolventinnen hören. Oder man hat während dem Studium wirklich viel Zeit. Trotz Unterricht, trotz Arbeiten schreiben, trotz Lernen. Es ist eine Zeit im Leben, wo man wirklich noch Zeit hat. Das wird einem manchmal erst bewusst, wenn man anfängt zu arbeiten. Und es ist wirklich toll, wenn man die Zeit kann nutzen und auch mal sich, wie der Roger gesagt hat, für etwas einsetzen, engagieren im Verein. Weil so schnell macht man das eben nachher im Arbeitsleben dann nicht mehr. Genau, und wenn es den Verein noch nicht gibt, dann geht ihr zur Impulsfabrik von VSU da und dann die unterstützen euch dabei, den Verein auf die Beine zu stellen und dann sind ihr studentischer Verein und dann könnt ihr da etwas bewegen und könnt etwas aufbauen und könnt mit anderen Leuten vernetzen, die das Gleiche denken und dann haben wir das selber gemacht. Also muss nicht immer warten, bis jemand etwas kommt, sondern ich glaube, die Uni bietet schon auch Möglichkeiten und unterstützt euch auch dabei, wenn ihr das selber macht. Genau. Und an der Uni hat es auch mega viele studentische Organisationen und dort könnt ihr wirklich eure eigenen Interessen nachgehen und euch in diesem Gebiet wie so vertiefen und spezialisieren. Wir haben irgendwie studentische Organisationen, die sich einmal treffen, um Musik zu machen, studentische Organisationen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen oder auch ein Debattierclub, also es ist sehr vielfältig. Dann haben wir den VSU da, da kann man sich hochschulpolitisch engagieren und das hat sicher auch einen sehr grossen Mehrwert. Man lernt verschiedene Leute kennen, von verschiedenen Studiengängen, von verschiedenen Lebensläufen. Genau. Genau, und danke, weil es jetzt den Verein schon gibt. Ihr seid dort nicht gefragt. In der Regel ist es ja so, dass die Studierenden, die gehen dann irgendwann wieder und da sind die Vereine immer mega froh, wenn neue nachkommen. Und von dem her, ja, wenn ihr etwas findet, was euch passt, geht ihr dann und meldet euch machen. Genau, und viele können euch einfach auch über Instagram anschreiben. So ganz wirklich sehr einfach und niederschwellig. Die würde sich freuen. Genau, als nächstes habe ich eine Frage für Sandra. Und die Frage lautet, auf was sollten wir bei Blindbewerbungen beachten? Also wenn ich jetzt wie ein mega cooles Unternehmen finde, mit dem ich mich identifizieren kann, aber sie haben nichts frei und ich mich aber trotzdem dafür bewerbe. Wie soll ich da vorgehen? Also ich bin ziemlich Fan von dieser Frage vom verdeckten Arbeitsmarkt, weil ich in meinem Leben fast jeden Job so gefunden habe. Vielleicht sollte dann der Roger die Frage beantworten. Ich habe mich nämlich hier beim Career Service auch blind beworben. Ich kann vielleicht schnell erzählen, anhand von diesem Beispiel, was mir passiert ist. Ich habe wirklich mal am Abend auf dem Sofa über einen Career Service gelesen, im UZH-Journal. Ich sage immer, denke daran, dass die Jobsuche ist wirklich 24-7. Also macht das nicht einfach einmal pro Woche einen Vormittag, sondern geht mit offenen Augen durch den Alltag. Und das passiert eben manchmal auf dem Sofa. Und habe von diesem Career Service gelesen und gefunden, oh wow, das ist mega cool. Das interessiert mich. Das war wirklich meine Begeisterung für die Dienstleistungen.
Und dann habe ich ganz viel Zeit auf der Webseite verbracht vom Career Service und mich wirklich informiert. Und je mehr, dass ich gelesen habe, desto toller habe ich den Career Service gefunden. Und gemerkt, das entspricht auch meinen Werten, meiner Art von sinnstiftender Arbeit. Und habe dann Roger eine Bewerbung geschrieben, wo ich meine Begeisterung ausgedrückt habe, oder? Und zwar für das Gegenüber. Nicht, ich habe nicht geschrieben, wie toll das ich bin, sondern wie toll, dass ich den Career Service finde. Und das versucht zu matchen schon mit meinen Interessen, mit meinen Fähigkeiten. Und bin dann eingeladen worden, so zu einem informellen Kaffee, Coffee-Chat, gell? Aber es hat sich Genau. jetzt schon untergegeben. Also, es ist wirklich wichtig, ich sage immer bei diesen Initiativbewerbungen, das ist extrem wichtig, dass ihr Begeisterung zeigt für das Gegenüber, weil ihr stört ja die eigentlich. Oder? Also, die tut mich so ein bisschen aufdrängen. Aber wenn ihr der zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort seid und der Zufall mitspielt, dann kann man wirklich sich aus der Masse abheben, weil es die Masse dann nicht gibt, oder? Und genau seinen Traumjob landen. Also, ich bin Genau, auch. Copy-Paste-Blindbewerbungen würde ich jetzt nicht verschicken. Da würde ich mir den Strom sparen. Aber wenn man sich natürlich mit der Stelle auseinandersetzt, mit dem Unternehmen, dann haben da uns schon auch viele Unternehmensvertreter gesagt und Vertreterinnen, dass sie interessiert sind. Aber gehen gleich noch schnell schauen auf die Careers, die Jobsektion. Oder? Die meisten Unternehmen haben ja so eine Jobseite. Und dort steht dann auch, Blindbewerbungen werden. Wenn der schon Blindbewerbungen werden nicht akzeptiert, dann können wir es gleich versuchen, aber müssen nicht so viel erwarten. Dann würden wir andere Strategien vorschlagen, übrigens, nämlich so die über das informelle Interview, wo man gerade mit jemandem anfangen reden, also versuchen, über LinkedIn oder so einen Kontakt zu finden und mit dieser Person dann so ein Interview zu führen und erst dann nachher zu schauen, ob ich euch vielleicht noch irgendwie könnte bewerben. Also das sind dann ein bisschen andere Strategien. Und dann bei diesen Blindbewerbungen tut man sich eben genau nicht für bestimmte Stellen bewerben. Aber irgendwie würde man vielleicht dann wie schon auch sagen, ja, was habe ich für Kompetenzen und Ja. finde das eben noch schwierig, um herauszufinden, wie kann ich ihnen wie sagen, ah, ich könnte mich für das und das einsetzen. Wie bist du mit dem umgegangen und wie hast du es mit den Career Services gemacht? Ja, also ich glaube, wichtig, nachdem man gesagt hat, was einen begeistert am Unternehmen, vielleicht ist es ja auch das Produkt, ist, dass man versucht aufzuzeichnen, wie man das Unternehmen kann unterstützen kann. Also, geht ganz, je nach Abschluss, den ihr habt, natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten. Manchmal ist das auch in der Kommunikation oder wenn jemand aus der Betriebswirtschaft kommt, vielleicht aus dem Ecken. Also, dass man so wieder Mehrwert für das Unternehmen aufzeichnet, wieso dass sie euch anschauen und allenfalls einladen. Genau. Nein, das ist gut formuliert. Nein. Wenn ich mich für eine Stelle blind bewerbe und die Stelle kennt mir gar nicht, weiß ich gar nicht, ob es die gibt, dann ist natürlich eben sowieso, dann glaube ich, tut man das generell für die Situation, wo sich das Unternehmen befindet, braucht eine gewisse Recherche, dann würde ich auch Twitter checken und News Section, was hat das Unternehmen wo stört das Unternehmen gerade, damit man dann die eigenen Kompetenzen kann auch entsprechend formulieren. Aber das, ja, das ist schon, also das wird schon auch gemacht und das ist also nicht ganz zu vernachlässigen. Also, ist vielleicht nicht ganz so bequem, eine Stelle finden auf einer Plattform und dann einfach mal einen Standard-CV verschicken. Aber wir glauben eben, dass die Auseinandersetzung mit sich selber und mit dem Unternehmen, wenn die eben vorher schon stattfindet und nicht erst, wenn man im Unternehmen ist, dass dann das erstens auch viel überzeugter ist. Also man ist überzeugt, dass das eine gute Sache ist. Und wenn man selber überzeugt ist, ist es andere, es ist wie auch einfacher zu überzeugen, als wenn man selber nicht so sicher ist. Und darum hinter mir Vorbereitung, gute Vorbereitung ist A und O von einer guten Entscheidung. Es geht auch darum, dass ihr dann am Schluss eine Entscheidung trefft, die fundiert ist. Und das macht, irgendwo muss man sich dann mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Dann auf die Website gehen und mal schauen, was die so machen. Und, vielleicht langt der Brand dann alleine. Ja, danke. Und genau, wir haben noch einige Fragen, brennende Fragen, die da beantwortet werden sollen. Die nächste ist wieder auf Englisch. Und würde ich gerne das andere stellen. The next question is English again.
For those who just joined, we will answer your questions in the language that they're asked. If you have a question in English, we will try to answer them in English. And if you have a question in German, we will try to answer the questions in German. So the next question is, how important are reference letters for job applications? Thanks for the question. I'd like to point out at this stage that we're talking about the Swiss labor market. Huh? That's quite important. And if you apply on the Swiss labor market, you write in your CV, you write references upon request. References, they refer to people who can give a testimonial about you, how you worked for them, how you are as a person. Those are references. And normally in Switzerland, you don't need to send in a letter of reference unless the question, the person who put this question, maybe you're talking about letters of recommendations. Arbeitszeugnis, Arbeitsbestätigung in German. Those are an important part of your application documents. So if you do have a letter of recommendation from a previous employer, by all means, do put that in your application documents and list it on your CV that you worked there. Okay? But it's worthwhile to distinguish between these letters of recommendation, or maybe you call them reference letters, and people who can give a testimonial about the quality of your work. And those people you only quote with references upon request. I hope that answered the question. Thank you very much. We have another question in English. There were several people who asked about this. They're not students yet. They're high school students or graduates. And maybe they're planning on a gap year or planning to have exchange semester or something here in Switzerland. And they're asking if high school graduates can apply for internships. Should I? You can answer that. Okay. Yeah. That's an interesting question, because internship is not a legally defined job. No? So everyone can define and publish a job and call it internship. So it's about you as a candidate who defines this is an internship. Now, of course, if you have a known company, a huge company who is used to have these internships, they have a standard what it is. Now it's about it's a time restricted. It's 3, 6, or 12 months. It has this self-reflection and learning part in it. But there are also other ways of getting labor work experience between high school and the university. Sometimes they are not even called internships. So, but of course you can apply to internships. It depends on the requirements they have on their on the job ads. When they ask for that you are already enrolled in university, so that you need to be a student. But sometimes they're just open. They say, well, high school students or high school graduates or students. So it depends on the requirement. But so companies are free to hire you. Yes, you can. But it depends whether the company is offering you the job. I don't know if this answer is the right one. But if you do not want to or you're not sure about enrolling in the university, then there are also ways how you can do after high school. You can do a short program. There are different programs, and then if you want to do that, I really recommend you to go to the BEATS of the Canton of Zurich. The how do you call it? Student Center of the Canton of Zurich, and they have also programs for people who finished high school but are not sure or do not want to go to university. And this is a very practical way of, it's like a training program for high school graduates. And they have also names, but I forgot about the names because it's not really in our target group. But yes, you can. Of course you can. I hope that's, if it's not enough, please
specify the question in the chat. Thank you. Yeah, and yeah, we're sorry if we cannot answer all your questions, but if you have further questions or even after this session is ending, you can always go to the Career Services account on Instagram and DM them at any time, or maybe visit the website and contact them via email or anything like that. Yeah, so let's go on. We also have lots of students at the university from abroad. The other question is for Roger again, and the student or the follower wants to know what non-EU students have to know about when they are applying or want to work in Switzerland. Yeah, that's a very, very important question, and we are confronted with it several times, and it's a little bit uncomfortable for us to answer it, because we, if you are not from a European Union, EFTA, Schengen country, then you are from a so-called third country. And the numbers of job permits for citizens from third countries is limited in Switzerland. So the company who wants to hire you has to convince the migrations office and the Arbeit, AWA, that they really need you and that your profile is so unique that they only can hire you. And then this migrations office and the other one is checking that that application from the company. But that the company is willing to do this effort, I think you need a very specific profile, or you should have at least a good network towards this company. They are with, so they know you and they are willing to make this effort. So this is because otherwise it's sometimes it's really hard and it's really disappointing, and this is why I say how it is. There is no guarantee that you will find a job. So it's better that you have some plan B and C options in your mind. Of course, it depends on the profile, but in general, it's really difficult to find something without without expertise or experience in this specific field. So the question is about applying during your studies, if you are from somewhere else and you're studying here at the University of Zurich, then the Global Student Experience Office is answering your questions, how you are able to work during your studies, because there are some restrictions too to consider. But you can send them directly. We do that too. We send the requests from you to the Global Student Experience Office. So you can send it to us and be forwarded to the office too. But they can give you a valid and legally valid answer, because they are in direct contact with these cantonal authorities. So, but it's, yeah, I don't know if this is the answer. So it's difficult. Thank you very much. And now on to the next question. That one is also in English. I'd like to ask the question. I'd like to have Sandra answer the question. It's about how one can figure out if a company really lives by its values. Like, okay, I see a very cool company, but I'm not sure if they're just presenting themselves very well, or if they really have all the benefits and all the values they're listing on their website. Mm-hmm. That's actually a great question, I find, because it's important that these values match in the long term, certainly. A great way is to start by doing some research. Obviously, you go on their website, see what their company values are. And then social media is also very helpful. Go on their LinkedIn page, follow them on Instagram, on Twitter, because on these social media channels, you find out a lot about the company's culture, how they live it. Do they have a team, I don't know, outing? What do the people look like? What do they do as a team? How do they engage as a company? So social media is a great way to find out about values. And then in addition, I would ask in an interview, that's a great question to ask in an interview, to how do you live your values? I read on your webpage that, I don't know, respect, diversity, etc. is important in your company. How do you live this as a team?
So there are many ways to clarify that. And then you need to listen also to your intuition, whether these values are credible and appeal to you. May I add something? There are platforms like Kununu or Glassdoor where employees can give a testimonial about the company. Of course, you have to handle this with care, but if you have a value that's really, really important to you, I would go through these statements of these employees and see if somebody's mentioning something positive or negative towards this value, and then you can ask in the interview, what about that? Because then you know it's probably a topic like development or life work-life balance things. And then the company says, yeah, we are the best, and we're offering all these nice things. And you read in Kununu and in Glassdoor that the company isn't offering that at all. So you know that you have to be careful in the interview when they make you the job offer. You're doing the interview, then you go specifically on this topic, and then you do not tell them, well, on Kununu we write these employers that are totally unhappy with you, but you know that something is not really as it seems to be or shows to be. So you can go deeper, so you learn more, and you get probably the clearest statement from the companies. When they say, yeah, life-work balance, we say that in our brochure, but in reality it's a little bit difficult. Because what they want is that in the end, they should also want that your expectations and their expectations, they are matching. You do not want to have you don't want to hire a candidate, and you hire this candidate on false promises, because then this candidate, the first day starting in the company, says, well, they lied to me. No? Why should I stay there? So, yeah, sorry, I talk too much, but I think this is also a good tool to figure out more about the company.